Oh, die haben schon ordentlich Bretter dabei. Ich glaube, die gehen heute hier kaputt. Gut, also. Es geht hier heute um Kickboxen und Taekwondo. Und wie sich das alles von Karate, Judo und so weiter unterscheidet, das kann ja der Laie manchmal nicht wissen. Das möchte ich gleich von Ferhat auch wissen. Ja, es gehen heute Steine und Bretter zu Bruch, darum geht es. Und es kommen hier völlig durchtrainierte junge Männer und Frauen und auch Kinder, die uns zeigen, was Kickboxen alles ist und was man Akrobatisches und Kräftiges dabei lernt. Na, jetzt kommen hier erstmal Seile zum Einsatz. Ich hoffe, dass wir keine Entfesselungstricks machen müssen. Also, Ferhat Sönmez ist Leiter der Gruppe, die in Walle trainiert. Genau, hier steht schon ein junger Mann neben mir, der ganz begierig ist, gleich loszulegen. Wofür habt ihr die Seile? Müsst ihr euch gleich noch fesseln gegenseitig? Ah, jetzt kommt erstmal eine kleine Aufwärmübung gleich. Da muss ich ja sehen, dass ich nicht getroffen werde. Gut, sollen sie loslegen mit Aufwärmen, oder wie? Mit Seil und dann, ja, machen sie Dehnung. Und dann fangen wir mit Kratzen an, mit Technik. Ich würde gerne mal als allererstes wissen, Kickboxen und Taekwondo, wie unterscheidet sich das von Judo und Karate? Kickboxen ist auch mehr mit Fäuste und ganz Vollkontakt. Und wie alle anderen, Taekwondo ist mehr mit Beinen, also schnell. Hierher kommen, dann können die Leute dich sehen. Und bei welchem Sport verletzt man sich am meisten? Ja, wenn es kommt, trainiert. Also beim jedem Sport kann man sich verletzen. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, schön aufwärmen. Aber man haut sich nicht gegenseitig, sondern man trainiert ganz fair und man versucht ausweichen und. Ausweichen und ja, dann alles rein. Wie viele Leute sind in eurer Schule? Also insgesamt fast 40 Mitglieder und die trainieren alle mehrmals wöchentlich. Ja. Dann erstmal los mit Aufwärmen. 6, 7, 8, 9, 10. Könnt ihr die Musik anmachen zum Aufwärmen? Thank you.
wieder. Jetzt sind alle aufgewärmt und was kommt jetzt? Das war ein bisschen Bein und Hände, dann kostet es Zeit. Also Beine und Faustarbeit wird gezeigt jetzt, genau. Ja.